Kanal K. Schön, habt ihr die zweite Stunde eingeschaltet hier ins Talklos Metal auf Radio Kanal K, Rockstation und YouTube. Nachdem wir in der letzten Stunde Tendonitis hatten mit ihrem Demo 2020 und in der nächsten Stunde, dritten Stunde, die Order haben mit dem neuen Album, haben wir jetzt in der zweiten Stunde in der mittleren in Unschade hier. Bei uns der Jonas und Fabienne, hallo zusammen. Guten Abend. Hallo. Ihr seid quasi die beiden Bandköpfe von dieser neuen Band. Genau. Und ihr seid die beiden, die auch bei Eluaiti spielen. Oder sind noch mehr wie eurer Band von Eluaiti dabei? Und ja, ihr habt das neue Demo hier. Nein, ihr habt ein richtiges Album hier, ist kein Demo. Yes. Genau, wir hören in dieser Stunde ein und ihr werdet ganz viel können erzählen können. Ich glaube, es ist mehr als ein Album. Ich habe mal etwas gehört, das ist ein Konzept. Ja, ihr hört die Stunde, was das für eine Band ist, wieso gibt es sie. Ja, was ist der Hintergrund und was ist auch die Geschichte hinter dem Album dahinter, also Geschichte in der Geschichte. Für die Stunde verantwortlich ist der Roger Schwettli. Wir fangen ganz süferli an. Wir gehen am Album noch mit dem Intro und werden nachher ins erste richtige Lied. Ist das Intro schon ein richtiges Lied? Eigentlich. Eine Art ein Intro im klassischen Sinn, also ein Instrumental. Und kein voller Song. Genau, also wir fangen mit dem Instrumental an. Flüsset nachher quasi ins richtige erste Lied. Viel Spass auch in der Stunde wünscht der Roger Schwettli. Believe.
Also das Taktlos Metal auf Radio-Kanal K Rockstation und YouTube. Bei uns Illuminati, Jonas Gitarrist und Fabian Gesang. Beide sind auch bei Eluweiti dabei, seit ein paar Jahren. Sind ihr gleichzeitig zu Eluweiti gekommen oder habt ihr euch vorher schon gekannt? Du bist ein halbes Jahr vor mir reingekommen. Du bist eigentlich seit 4 Jahren schon dabei, gell? Mhm. Ja. Aber kennen tun wir uns eh schon ein bisschen länger durchzeit, oder? Genau. Mhm. Das ist die Musikschule, quasi, wo wir beide sind oder gewesen sind. Genau. Ja. Genau. Ja. Jetzt, ich habe eher etwas einmal gelesen, dass Illuminati ein Projekt oder ein Abschlussprojekt von dir, Fabienne. Genau. Wie ist das Abschlussprojekt entstanden? Ja, also ich habe jetzt gerade im Herbst, letzten Herbst, das Masterstudium abgeschlossen und ja, die gehört halt dazu, dass man eine Masterarbeit macht. Und bei uns an der Musikhochschule sieht es halt so aus, dass man muss ein Projekt machen muss und das natürlich dokumentieren und so weiter, also so verschiedene Tasks halt. Und ja, dann ist das jetzt meine Chance gewesen, um ein Projekt zu gründen. Also genau. Deine Abschlussart war, ich gründe eine Band oder ich mache eine CD? Also meine Abschlussarbeit war, ich mache ein Konzert von etwa 40 Minuten mit einem Projekt, mit einer Band oder was auch immer. Und ich habe mich jetzt für eine Band entschieden. Aber dass wir es dann noch so weiterziehen und so, ist dann eigentlich erst im Prozess dann eigentlich entstanden. Weil eben, es ist eigentlich ursprünglich ein Schulprojekt, das dann eigentlich fertig wäre, oder? Aber wir haben irgendwie alle so Freude daran gehabt und gefunden, hey, jetzt müssen wir noch eine CD aufnehmen. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Das ist cool. Wie hast du deine Mitstreiter gefunden? Sind das alles auch Absolventen von dieser Schule? Genau, ja. Also zwei, der Marc und der Yannick, Drums und Bass, die haben mit mir studiert, 5 Jahre. Die kenne ich wirklich gut, musikalisch und persönlich. Das war ja, für mich keine Frage. Und also, wer das ich da möchte nehmen, habe ich gerade gewusst, die zwei sind der perfekte Match. Und ja, der Jonas halt, ja, habe ihn halt jetzt vor allem auch, jetzt, seit wir bei Eluweiti sind, ja, kenne ich ihn halt sehr gut. Und er hatte eigentlich gar keine Wahl gehabt. Da muss er durch. Genau. Und ja, die Miriam ist auch von der ZADK. Sie studiert etwas anderes. Sie ist jetzt noch Master Komposition. Und ich habe schon mit ihr zusammengearbeitet, früher mal. Und es hat auch so gut gematcht. Und sie mit ihren Orchestrationen und Sounds. Ja, das war wie klar gewesen, dass wenn sie dabei sein möchte, dann ist sie im Boot. Was war für dich der Reiz, Jonas, da mitzumachen? Vielfalt. Ich sage, das Album, das ich bisher gehört habe, ist sehr vielfältig, oder? Ja, das spricht sicher einen guten Punkt an. Grundsätzlich finde ich es immer spannend, etwas Neues anzureissen. Aber ja, ich glaube, also eben, grundsätzlich hat es angefangen als Masterprojekt und es ist auch weh. Es hat einfach Sinn gemacht, weil wir zu dieser Zeit dann zusammen auf Tour sind mit Eluweiti und dann haben wir gefunden, hey, dann können wir das auch zusammen noch ein bisschen gestalten. Oder ich kann einen Support geben von der ja, Rock-Heavy-Seite her, wo Fabi ein Projekt hat wollen und aber auch einen Mitstreiter gebraucht hat für den Aspekt von der Musik. Genau. Und ja, natürlich, ich kenne die Musiker, wir haben das auch alle vorher schon gekannt und wir haben allen schon Projekte gemacht und es war von Anfang an klar, es wird sicher coole Sachen und es wird sehr vielfältig und man kann vieles mal in einen Topf reinrühren, mal umrühren und schauen, was dabei rauskommt, wo man jetzt sonst ja, nicht gerade so eine Chance hat. Wie viel Zeit habt ihr für euch während der Eluweiti-Tour? Also Damir, Gomorra und jetzt Destruction-Gitarrist hat mir letztes Mal gesagt, ja, Destruction, das ist spannend, da könnt ihr quasi, also Konzertlocation wird mal eingestellt, ihr könnt quasi Gitarre schnallen und auf die Bühne gehen und ja, der Rest hat eigentlich nicht viel zu tun, da hat er viel Zeit, könnt Stecken anschauen und hat wirklich gemütlich. Dann ist das bei Eluweiti auch so, also ihr müsst einfach auf die Bühne dort eure Sachen abliefern und sonst nebenzu für euch, könnt ihr euch um anderes kümmern. Das ist so. Ja, auf Tour haben wir schon viel Zeit. Wir haben eine Crew. Genau. Wo mit uns unterwegs ist, ja. Genau. Das und ist eine Freude und super, ja. Super gute Crew. Tourbus, oder? Wenn man nicht fliegt, wenn es keine Flugtour ist, haben wir Tourbus. Das ist halt auch viel wert, natürlich. Also,
Genau. Und dann habt ihr wirklich Zeit, um euch an solche Projekte zu kümmern. Wir im Tourbus innen, auf anderen Locations. Wenn ihr einen Laptop dabei habt oder entsprechend technische Geräte. Ja, ja, aber es ist natürlich schon auch nicht ganz einfach. Ich meine, du bist natürlich ganz in einem anderen Film, oder? Das ist, also du bist dann halt auf Elut und du bist auf Tour. Du bist in diesem Tourmodus innen. Und das ist nicht vergleichbar mit dem Alltag. Jetzt, wenn wir zurück sind, so, oder? Und das war dann schon nicht ganz einfach gewesen, jetzt, eben vor allem im 19., wo wir so viel unterwegs waren mit Elu, so zwischen den Shows oder auf der Reise noch irgendwie komponieren und so ein bisschen eben auch in die Illumishade-Welt reintauchen, wenn man eigentlich ganz in einem anderen Film ist. Das war schon challenging gewesen. Das schon. Das heisst, irgendwie Elevate plus Studium und gleichzeitig durchzubringen, ist herausfordernd gewesen. Definitiv, ja, definitiv. Also wir sind ein paar Mal einfach dran gehockt auf Tour, oder? Und haben das einfach schnell zusammenreissen und schnell müssen dran arbeiten und schnell besprechen und so. Aber jetzt ist alles gut gekommen, würde ich sagen. Ich habe abgeschlossen, das Album ist raus. Also hast du Bestand in dem Sinn? Haben bestanden, knapp bestanden. Danke. Ja, wir hören das nächste Lied. Wir gehen drei Folgen an und hören dann, nachdem wir so Lieder gehört haben, vielleicht von euch noch etwas mehr über das Konzept von dem Album. Mhm. Sure.
hören das Taktlos Metal auf Radikal K Rock Session YouTube. Bei uns der Jonas, Gitarrist, und Fabian, Sängerin von Illuminjade, mit einem Album Illuminjade, wo, und die Band heisst Illuminjade, der Albumtitel ist... Das ist ein bisschen lang. Eclipic Wake of the Shadows, genau. Der Albumtitel selber deutet es an, es ist ein Konzeptalbum. Oh mein Gott, in dieser Welt. Puh, wo wollen wir da anfangen? Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit. Also gut. Ja, also grundsätzlich haben wir von Anfang an eigentlich die Idee gehabt, dass wir eine Welt erschaffen wollen um die Musik herum. Also Ja, einfach als Masterprojekt halt. Da sind wir schon wieder beim Masterprojekt. Ja, aber ich meine, dass wir das so durchgezogen haben und so weiterentwickelt haben, ist dank allen Mitgliedern auch, weil alle dabei gewesen sind und dass es so gestimmt hat für alle. Ja, ich habe einfach so eine Fantasy-World-Geschichte habe ich im Kopf gehabt und dann haben wir die weiterentwickelt und dann eigentlich die Musik um das herum geschrieben. Und wir haben es so weit getrieben, dass man jetzt eben, man kann zum Beispiel das Tribe-Quiz machen. Wir haben eine Welt mit 5 verschiedenen Völkern und dann kann man, wenn man möchte, kann man auf unserer Homepage ein Quiz machen und dann wird man zugeordnet zu dem Volk. Und jedes Mitglied von der Band ist ein Vertreter von dem Volk. Und genau, wir sind eigentlich als Illumi, wir sind so der Orden von dieser Welt, tun wir das Herz von der Welt beschützen. Sowieso. Also, und du bist nochmal etwas anderes? Ah ja, genau, ich bin auch noch, du bist der Guardian. The Guardian, genau, ich bin der Guardian. Ich bin noch ein anderer Position. Ja. Du bist die Auserwählte, genau. Du bist die Auserwählte, die alles zusammen hat oder wo das Ganze wird zerstören als böse seine Frau oder als... Das. Genau. Ja, das ist uns einfach mega wichtig. Es hilft einfach... Ich meine, du schaffst viel mit Bildern, gell? Das bei dir läuft es mit Bildern, bei mir läuft es mit Geschichten, Emotionen in einer bestimmten Situation und so weiter. Und du das einfach inspirieren. So, ja. Also mit Jonas sind es Klangbilder oder richtige Bilder, zeichnete Bilder? Also in dem sind jetzt die zweiten, ob sie gezeichnet sind oder auch imaginär, aber ja, genau. Also Klangbilder entstehen nachher. Ja. Von denen. Yes. Ja, also kannst du dir vorstellen, wie wenn du einen Film würdest, schnell Stopp drückst oder Pause drückst, so etwas wie ein Freeze-Frame oder so, wo inspirieren kann. Wie schwierig war es, die Welt, die Geschichte zu kreieren? Ich meine, 5 Völker, die irgendwie zusammen sind, die ganze Geschichte, das klingt doch einigermaßen komplex. Mhm. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, während dem Prozess jetzt, wo wir die Masterarbeit eigentlich dann erschaffen haben. Ja, wir haben noch einen 6. im Bunde, Tamara. Mit ihr habe ich am Anfang vor allem haben wir das mal alles zusammengetragen, was ich so für alle Ideen hatte. Und dann mit der Band natürlich auch angeschaut, weiterentwickelt. Und jetzt sind wir auch mit einer Konzeptschreiberin, wie sagt man, Autorin? Oder wie? Ja, genau. Sind wir jetzt von Kanada am Zusammenarbeiten. Und wir haben sie über das Internet gefunden und es ist wirklich auch der perfect match. Wir sind mega happy und sie ist auch Metal-Fan und Fantasy-Fan und es passt extrem gut. Und mit ihr haben wir dann das noch weiter entwickeln. Also sie hat dann auch ihre Ideen noch reingebracht und so haben wir eigentlich unsere Welt erschaffen und sind dran und wollen immer mehr zeigen und machen. Aber das heisst, für die Masterarbeit du hast bewusst auch dürfen, weitere Leute zuziehen? Unbedingt. Sie ist eigentlich erst nach der Masterarbeit gekommen. Genau. Aber ja, also meine Masterarbeit ist jetzt nicht eben nur von mir. Ich meine, mit dem Jonas so viel zusammengearbeitet. Alle sind in der Gruppe, wir sind in der Gruppe gewesen. Es ist nicht eine One-Man-Show oder so gewesen. Überhaupt nicht. Wir sind eine Band, oder? Und es ist halt einfach, die Ausgangslage ist halt gewesen, die Masterarbeit von mir, aber es sind alle dabei gewesen. Du hast jetzt von 6 Personen geredet, auf dem Albumchor sind 5 getroffen. Genau, wir haben noch Tamara. Sie ist bei uns ja, so in die 6. im Bunde. Definitiv, ja. Sie hat ganz, ganz viele Funktionen, viel wertvolle. Ganz, ganz viele Positionen, die sie hier einnimmt. Genau, sie hat euch zum Beispiel
dazu animiert, dass ihr hier heute sind. Genau. Liebe Grüße. Und den Mara hätten wir es nicht geschafft. Nein, sie übernimmt, wir sind ein Do-it-yourself-Projekt, oder? Sie übernimmt all die Positionen, wo man halt durch ein Label hat, Manager, all das, das macht alles sie. Genau. Also sie haltet euch den Rücken frei, damit ihr euch könnt aufs Musikalische und das Konzeptionelle. Ja, ja. Absolut. Und sie tut uns auch Druck machen, oder? Wenn es mal braucht und so. Also, ohne sie wären wir jetzt auch nicht da, wo wir jetzt sind. Mit all dem. Mhm. Also es ist extrem ein wichtiger Teil von allem. Ja, dann hören wir noch ein Stück weiter in die Welt, die wo euch, Tamara, den Rücken frei gehalten hat, damit ihr sie kennen könnt. Yes! Shelter may fall, beauty must die. The core of our soul stands out there alone.
under the stars. The call for us, we'll face our own truth. The horizon calls our heart. But if I rise, will I fall? I should take it all, lead the way. But I know I've always fought alone. I miss the sand on storm shore, bright sunlight, it's a leafy floor. Oh, moonlight resonates my fight. Snow that tickles as it quietly falls. Birds sing aloud in a break of dawn. What have I become? Lumin Jade im Radiokanal K und Rock Session YouTube. Und es wird langsam warm in dem Studio. Darum kann man fast nicht mehr reden. Bei uns Jonas an der Gitarre und Fabien am Gesang. Jetzt Jahr haben das Projekt entwickelt. Wie schwer war es, das Ganze nachher auf 13 Lieder zusammenzufassen für ein Album? Ja. Schwer. Es hat sich so ergeben, oder? Wie eigentlich bei jedem Album, ja. Es ergibt sich ja dann irgendwann einfach eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse
ja, gewisse Beziehung zwischen diesen Songs und dann geht alles an seinen Platz ein bisschen. Genau, vor allem auch mit dieser Geschichte, die wir erzählen, oder? Geht von Anfang bis Schluss einfach durch. Ja, ist eigentlich wie klar gewesen. Also die Reihenfolge der Lieder ist, durch das, dass ihr Text erst gehabt habt, konnte er das rhythmisieren. Unterschiedlich, ja. Also. Eigentlich sind mega viele Songs ganz verschieden entstanden. Also vom Entstehungsprozess, genau. Also wir haben das nicht schon so ein System herausgefunden. Ich glaube, das macht es aber gerade ein bisschen aus. Dass die Songs so auch unterschiedlich tönen auch. Das ist auch das Schöne daran. Wie wichtig war euch der progressive Ansatz von dem Ganzen? Ich denke, insofern habe ich jetzt den Eindruck, es ist progressiv, weil sehr viel Verschiedenes passiert in diesen Liedern. Stilistisch gewisse Wechsel passieren innerhalb des Lied. Genau. Mhm. Aber es war etwas, was automatisch passiert ist, weil man halt einfach mal alles, eben quasi einfach mal alles reingeschossen hat, wo wir gefunden haben, das haben wir Bock. Und dann wird es in dem Fall jetzt automatisch progressiv, weil wir ja, weil du und ich halt verschiedene Einflüsse haben. Und dann, ja, das gibt dann einfach halt etwas relativ Progressives by nature, oder? Also, quasi. Ich nehme mal musikalisch selber, es hat die Idee, die ihr gehabt habt, auch umsetzen können. Also es war nicht so, gewesen, dass ihr euch selber einschränken müssen. Genau, das ist aber auch, zumindest von mir, eine wichtige, so eine, ja, einfach ein Auflage sein. Keine Einschränkungen, weil Einschränkungen sind teilweise sinnvoll und die haben wir in anderen Bands und dort haben sie ihren Sinn. Und die brauchen wir da zumindest jetzt noch nicht, weil wir haben ja, es ist ja auch doch eine Band, die dann von null anfängt. Und es wird sich ja, insofern das weitergeht und wird ja weitergehen oder wir wollen es weitermachen, wird es ja automatisch dann auch irgendwo einen Schliff bekommen, wo sich, man muss es ja nicht Einschränkungen nennen, aber wo dann doch auch vielleicht dort und da etwas mal wieder wegfallen, was jetzt noch rum ist, oder kommt dann noch etwas Neues dazu. Who knows? Als CD- oder Albumkritik kann man sich immer einfach machen, entweder kann man sagen, ja, wenn es zu vielfältig ist, ja, die haben ihren Stil noch nicht gefunden, schlecht, oder sie sind zu eintönig. Was haben ihr bisher für Reaktionen bekommen? Sehr gut. Ja, doch, ja, doch. Ich glaube, es ist angekommen, was wir wählen. Also wir haben eine extrem gute Produktion, das muss man sagen. Es tönt, ja, es ist ein Debütalbum von einer neuen Band und es kann einfach produktionstechnisch mitheben mit den Grössen und auch den Vorbildern, die wir hatten. Und das ist sicher durchgekommen, das Feedback haben wir auch aus Rezensionen zurückbekommen. Für mich das Wichtigste ist, dass die spielerisch Komponenten durchkommt, dass das Fresh durchkommt und dass es halt doch anders ist als vieles, wo ja, links und rechts auch ist. Und das finde ich, das ist cool, dass das so auch gehört wird. Wie stark habt ihr ein Angst gehabt, dass ihr, wenn ihr so weit von Elevati sind, dass alle sagt, ja gut, das ist jetzt einfach ein Abklatsch von Elevati? Eigentlich nicht, weil wir sind musikalisch total noch mit anders. Genau, also wer das Album lost. Genau. Ja. Es ist halt Illumishade-Welt und bei Illu halt die keltische Elveti-Welt, oder? Das sind zwei Welten. Also. Absolut. Ja, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Aha. Ja, dann tauchen wir nochmal ein in die Welt von Illumishade. Wir sind bei Rise angekommen, im 7. Yes. Try and spread my charms in a place time forgot. Won't seek another land of hope. Got a savage war to fight for a kingdom I hold tight. With the gravity of might, I fulfill my role. And yet a young girl screams, a fierce old tale of a life unknown.
Loset Taktlos Metal auf Radio K Rockstation und YouTube mit dem Jonas an der Gitarre und Fabienne am Gesang mit ihrer Band Illumi Shade, genau, Union zwischendrin. Jetzt, er hat es mehrfach angedeutet, es ist das erste Album, die Geschichte sollte weitergehen. Yes, definitiv. Corona-Zeit, die Pandemie hat euch dazu bewegt, dass ihr weiter habt, dass ihr mehr Zeit gehabt als sonst, dass ihr jetzt schon können weitertreiben könnt, oder? Wie tut ein Berufsmusiker, die Corona-Zeit sinnvoll nutzen? Ja, wir haben sie so genossen, dass wir das Album rausgegeben haben. Grossen Teil von der Corona-Zeit waren wir wirklich am Arbeiten für den Release von diesem Album. Also definitiv nicht langweilig gewesen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen ruhiger. Aber auch jetzt, oder? Du bist voll eingespannt mit verschiedenen Projekten, Jonas. Ja, und es gibt auch viel zu tun jetzt, auch nach dem Release für Illumi Shade. Illu haben wir auch, also es wird definitiv nicht langweilig. Aber ja, so ein bisschen Touren, Konzerte ist halt schon tote Hose halt, leider, genau. Er hat eine Art Plattentaufe gespielt, live. Yes. Wie war das gewesen, mal so live zu spielen, ganz ohne Publikum? Ja, es sind dann mittlerweile jetzt schon 3 Shows, die wir schon gemacht haben. Aber klar, Plattentauf war die erste und auch, ja. Ja, klar ist es straight, also, ja. Was will man sagen? Also, ich denke, es kommt auf den Musiker drauf an.
ich kann für mich reden. Ich meine, ich bin auch irgendwo durch. Ich denke, dass meine Performance abhängig ist vom Publikum, weil ich glaube, ich dann meine Performance gebe, weil das Publikum gibt einem ja auch etwas. Und dann gibt es die Wechselwirkung, die jetzt nicht da ist. Mhm. Und man kann sich dann auf ja, die Leute, die paar einzelnen Seelen, die im Raum stehen, kann man sich, weiß auch nicht, auch mal fokussieren, neben der Band natürlich, neben der Performance, wie irgendwie jemand, der filmt oder jemand, der mehr vorschaut. Aber ja, es ist weird und nach 3 Shows ist dann eigentlich auch mal, es langt dann schon auch mal. Ja, ja, aber das ist nicht cool, haben wir es gemacht und wir haben natürlich, wir haben ein super Team im Woods, das uns extrem supportet hat. Und wir haben eine super Show können machen und es war cool, gewesen, auf die Productions zu fahren und das wäre einfach gleich zu feiern, weil das Album hat es ja verdient. Und wir haben den Event daraus gemacht mit dem Q&A und das ist, glaube ich, auch super angekommen. Wir haben auch viele Leute, die zugeschaut haben. Mhm. Auch auf einer globalen ja, Ebene. Es war super cool gewesen. Und wir haben alle dann, ja, sind alle sehr, sehr happy gewesen mit dem. Ja, das war halt super gewesen. Wir haben wirklich eigentlich die ganze Welt erreichen durch das, oder? Was nicht möglich gewesen wäre, wenn wir einfach, also einfach in Zürich gespielt hätten, oder? Und das ist ein positiver Aspekt gewesen, natürlich. Vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben, er hat der Release eigentlich recht aufwendig gemacht, mit Licht, mit verschiedenen Elementen, die er dargestellt hat. Ist das etwas, das er auch weiter wettet, quasi live aufführen, so in dieser Form, oder ist das ein Aufwand, den er, sagen wir jetzt, auf einer kleinen Bühne nicht würde machen oder nicht könnte machen? Ja, du sagst es, es will auf jeden Fall, es ist ja auch irgendwo durch ein, etwas, das du nicht zurückkommst, wenn du mal angefangen hast, und ich meine, es ist ja auch ein Szenenstandard, also, ist jetzt nicht, also wir haben eine coole Production gefahren und es ist cool, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das ist jetzt etwas, ja, also das hat man auch und wenn man es nicht kann, dann muss man schauen, aber wir haben ja auch so ein modulares System, wo wir gewisse Elemente weglassen, wo vielleicht zu gross sind für eine kleinere Bühne, also das ist auch möglich, genau. Aber auch dort, wenn ihr, also in dem Sinne, da dringt auch wieder das Professionelle durch, er wettet nicht anders als er so eigentlich gewohnt sind von anderen Bands, sagen wir so. Wir wollen alles Mögliche machen, wo geht. Ich meine, aber ja, also mit, ich meine, wir haben die Erfahrung und wir wissen, was, ja, wir wissen, was möglich ist und was, ja, und das versuchen wir natürlich, so weit wie möglich, dort anzukommen. Mit also, den Mitteln, die wir jetzt haben. Aber das heisst, er will das Konzept eigentlich auch live umsetzen, in dem Sinn. So weit wie es geht. Genau. Also nicht einfach durch das Album und eigentlich auf der Band ist er eine Heavy-Metal-Band mit Totenkopf-T-Shirts und tätowiert mit einer Frauenstimme, sondern er will das Konzept auch wirklich so. Band, ja. Genau. Gibt es einen Plan, wie es weitergeht mit dieser Band? Also jetzt möglichst viel live spielen, wenn es wieder möglich ist und dann irgendwann in 4-5 Jahren das nächste Album, wenn es drin liegt, oder? In 4-5 Jahren? Ja, je nachdem. Früher? Ja, also ich meine, eben, es ist immer, ich sehe die CD und muss sagen, da ist einfach mal ein riesen Aufwand dahinter. Ja, das ist so. Und gut, auch wenn er es schneller schafft, aber ja, klar, er sind Berufsmusiker, aber gleich, es ist ein riesen Aufwand dahinter. Ja, ja, vor allem, wenn man es quasi alles selber macht, also mit dem Team, aber eben, wenn es ein Do-it-yourself-Projekt ist. Aber ja, wir haben noch ein paar Sachen im Köcher, wo jetzt noch nicht ganz Zeit ist, um das reviewen, leider. Aber man wird bald, gibt es News und du redest von einem neuen Album, das wollen wir glaub, beide unbedingt. Unbedingt. Aber nicht erst in 4-5 Jahren, sondern lieber eigentlich. Ja. Bald? Ja, wirklich, ja. Wirklich bald? Vor Weihnachtslieder rauslassen. Nein, aber ja. Ja. Das ist bald. Die andere Frage ist, und da haben wir jetzt natürlich auch, ja, schon mal eigentlich sehr einen Oldschool-Weg beschritten, in dem, dass wir überhaupt noch so ein Konzeptalbum rausgeben. Oder einfach nur schon ein Album. Ich meine, es ist eine Überlegung, ob man sagt, ja, man kann eine Geschichte auch erzählen, ohne dass man wieder ein Album rausgibt. Oder vielleicht gibt man einfach Songs raus, vielleicht gibt man eine EP raus, vielleicht gibt man, was es dann auch immer ist. Aber es wird sich zeigen in den nächsten Monaten, denke ich. Ja, dann hören wir noch ein bisschen.
Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir nicht das ganze Album schaffen, sodass die Leute gleich noch die Möglichkeit haben, das Album zu kaufen. Genau, wo kann man das Album kaufen, wenn man es kaufen? Spotify, iTunes und ein physisches Album haben wir auch in unserem Online-Store auf unserer Homepage, illumishade.ch. Genau. Wenn man CD will, muss man dort gehen. Genau. Illumishade.ch. Yes! Zuerst Trap Quiz machen und dann CD bestellen. Yes! Am Ende von der zweiten Stunde Tanklos Metal auf Radio Kanal K Rockstation YouTube. Bei uns immer noch Jonas und Fabian von Illumishade bei uns im Studio.
Danke, dass ihr in dieser Stunde vorbeigekommen seid, für die Stunde vorbeigekommen seid und das Album mit dem langen Titel vorgestellt habt. Ihr könnt das viel besser, ihr das, wie heisst das Album? Ecliptic Wake of Shadows. Dankeschön. Könnt ihr kaufen, direkt bei der Band. Genau. Bestellt. Yes. Mit Unterschriften, ohne Unterschriften. Beides. Genau. Unterstützende Sachen sind Berufsmusiker, die uns Geld brauchen. Nein, wirklich schwere Zeiten momentan haben. Unterstützende Sachen. Es ist, die Musik kommt nicht einfach von so. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und vorbeigekommen seid. Danke vielmals, ja. Ich hoffe, dass nach dieser Sendung eure CD-Verkäufe schnellt und so weiter. Ja, normalerweise wäre jetzt fertig, nach der zweiten Stunde bei uns nicht. Wir werden die nächste Stunde, wenn es klappt, der Gianni wird vorbeikommen mit Diorder und vielleicht noch einen anderen Diorder-Musiker. Diorder, eine altbekannte Band mit dem x-ten Album, wo immer wieder cool ist. Sehr gute Leute. Die Jonas kennt die Leute. Klar, Gianni ist natürlich auch ein Band-Kumpan seit diesem Jahr. Und ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört, ich muss unbedingt das Album... Du hast gesagt, du spielst mit den Van Halen. Genau, ich spiele mit Gianni in einer Van Halen Tribute Band. Die heisst Van Halen. Also Fun. Das ist das Van. Sehr cool. Ja. Ja, wer jetzt muss schlafen, wie auch immer, es gibt Wiederholung auf Rockstation, www.rockstation.ch, einsurfen. Es gibt auch Wiederholungen, es gibt einen Stream auf YouTube, wenn es bei Rockstation gelaufen ist. Und ja, die könnt ihr auch die erste Stunde mit Tendonitis hören. Dann habe ich, glaube ich, alles gesagt. Verantwortlich für diese Stunde war Roger Weckli. Ich werde die letzten Worte aber euch geben, meine Gäste. Was wollt ihr unseren Hörern sagen? Ja, danke fürs Zuhören. Es war cool, bei dir vorbeizukommen. Danke vielmals. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Lumischeit und ihr streamt oder holt euch eine CD oder ein Shirt und vielleicht sehen wir uns ja möglichst bald einmal live wieder. Das wäre schön. Genau. Ja. Your senses slowly disappear.